Demo. Herzlich willkommen bei Demo, deinem neuen Lieblingstechnikmagazin. Und falls du denkst, ich kleide mich gerne mit alter Technik, da irrst du komplett. Wir haben uns hier in den Keller verzogen, dort, wo wir alte Hardware hinstecken. Wir haben DVD-Player hier, wir haben Videorekorder hier. Wir haben all das hier, was man heutzutage eigentlich standardmäßig unter seinem Fernseher haben sollte. Aber das soll uns gar nicht interessieren. Wir werden einen Blick in die Zukunft werfen. Wir werden die Technik von morgen heute schon einfach und verständlich für dich aufbereiten. Den Anfang, den machen wir in Meerbusch. Wir haben den Oliver Markwald besucht. Er hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, was in Deutschland am Kommen ist, in Amerika schon längst State of the Art ist. Wir reden von KPCs, Rechner in Autos. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Zurück aus der Zukunft. Und mein Chauffeur und ich, wir haben euch die geilsten Sachen aus der Zukunft in den Alltag gebracht. Und was das ist, das seht ihr jetzt. So, der Oliver und ich, wir haben uns jetzt hier an ein kuscheliges Plätzchen verdrückt. Sag mal, in was für einem geilen Auto sitzen wir eigentlich hier drin? Ja, wir sind in der Stretch-Limousine, ein Lincoln Town Car, 1989. Mhm. Für Stretch-Limousinen-Verhältnisse eigentlich sogar noch ein kleines Auto. Also ich habe Platz, also ja, ich fühle mich eigentlich recht wohl hier drin. Für lange Beine ist es schon okay, aber es gibt ja in den USA noch länger. Dieses Auto hast du auch in Deutschland hier gekauft oder hast du es importiert? Den habe ich schon in Deutschland gekauft. Und dann alles in Handarbeit hier nochmal aufgemacht? Und dann fast komplett wieder zerlegt das Auto und dann kam eben halt die KPC und Hi-Fi und Technikleidenschaft dazu. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte ein altes Auto mit, also ein altes in Anführungsstrichen Auto. Ein cooles Auto. Mit neuer Technik haben. Und dann ist letztendlich das Ganze hier draus geworden. Ist denn mit diesem Auto auch wirklich deine Liebe zum KPC so aufgewacht? Oder hast du schon vorher Interessen gehabt? Interesse schon vorher gehabt, aber dieses Auto, das bot sich dann an, auch wirklich dann eine schöne Installation, ein schönes Projekt von Grund auf daraus zu machen, das zu planen und das von Grund auf zu gestalten. Mhm. Was hast du denn hier wirklich verbaut? Also als augenscheinlichstes Merkmal hier definitiv hier der TFT im Hintergrund? Also in diesem Auto ist 5.1 Surround Sound verbaut. Kino-Sound also? Es ist also Kino-Sound. Sind Konsolen angefertigt mit DVD. Mhm. Mit Equalizer, die Subwoofer sind angefertigt worden. Wir haben den Deckenmonitor drin. Wir haben DVB-T im Auto. Wir haben eine Webcam im Auto. Wir haben vorne für den Fahrer einen extra Bildschirm, auf den er Navi bekommt, genau. Fernsehen bekommt für die Wartezeiten. Ach, der Fahrer, der soll Radio fahren. Natürlich auch. Gut, Fernsehen haben wir hier auf diesem Bildschirm auch. Und du sagtest gerade, du hast auch hier richtige Subwoofer verbaut. Das heißt also, wir sitzen sogar auf Lautsprechern. Ne? Wir sitzen auf zwei Subwoofern, die hier unterm Sitz verbaut. Das ist also eigentlich alles, das ist custom-made, ne? Also richtig von Hand aufgebaut, individuell zu diesem Auto zugeschnitten. Ja. Ja. Und das hast du wirklich alles selber mit einem Kumpel gemacht? Das ist mit einer Profifirma in Düsseldorf zusammen aufgebaut. Mhm. Was mir extrem wichtig war, ist, dass so viel eingebaut ist in diesem Fahrzeug, aber trotzdem im Prinzip nichts am Fahrzeug kaputt gemacht. Zeig uns doch mal hier den Beweis dafür, dass das hier nicht nur ein JPEG oder ein Bild ist, sondern mach mal auch was an dem Rechner. Ah, man sieht, es bewegt sich schon. Es bewegt sich, alles wird gut. Alles ohne Kabel, ne? Alles ohne Kabel. Genau, du kannst also auch hier auf die CD zurückgreifen, die hier im Laufwerk ist. Könntest also auch von dort eigentlich schon einen Film starten, rein theoretisch, ne? Ich kann auch direkt über den PC die Filme laufen lassen. Du kannst aber auch eine DVD gucken zum Beispiel, oder? DVD geht auch. Dann mach doch mal eine DVD an, das würde mich als zweites mal interessieren. Ich meine, das ist hier eine ganz normale Computerfunktionalität. Da schalten wir also. Über eine Fernbedienung einfach den Videoeingang wechseln. Und dann öffnet sich jetzt hier schon Phil Collins. Sind wir auf einer Musik. DVD. Sehr schön. Phil Collins. Und der dritte Eingang ist reserviert für? Fernsehen. DVB-T. Genau, das heißt also digitales Fernsehen, was man früher über eine ganz normale Antenne empfangen konnte, kann man jetzt in der digitalen, in der super Qualität wirklich empfangen. Jetzt hier im Fahrzeug. Gut, ich brauche eine Außenantenne, das ist Voraussetzung, aber mit der Außenantenne ist es perfekter Empfang hier als DVB-T. Mhm. Zumindest wenn man steht, ne? Nein, also auch während der Fahrt. Und wo befindet sich die Antenne? Ich habe gedacht hinten, aber da gehen wir jetzt trotzdem hin. Ab zum Kofferraum.
Also aus diesem Auto will ich eigentlich gar nicht so richtig aussteigen, aber es hat alles einen guten Grund, denn wir wollen natürlich auch noch sehen, was sich hier an dieser bzw. unter dieser Heckflosse verbirgt. Ne? Man sieht, in dieser Heckflosse hat sich so ein kleines Metallteil reingeschlichen und da drin befindet sich eine Kamera. Wir haben dort eine Rückfahrkamera eingebaut, das bot sich an, die Antenne hat sowieso keine Funktion mehr. Aber uns interessiert natürlich auch noch, was sich in diesem Kofferraum verbirgt. Ah. Das ist hier ein dicken Packen Batterien. Ja, Akkus. Hier unter verbirgt sich die Batterie, eine Gel-Batterie, 200 Amperestunden, 60 Kilo. Dann haben wir noch die Verstärker, ne, die Hyphonics-Verstärker. Ja. Ein 5.1-Verstärker. Mhm. Dahinter etwas versteckt ist der Umspanner, mit dem wir uns 220 Volt noch machen, für die Geräte, die halt 220 Volt brauchen. Das heißt also, theoretisch könnte ich mit meinem Akkuladegerät für mein Handy einfach ins Auto einsteigen, habe dort eine passende Steckdose und kann dann aufladen. Ja. Ne? So ein Spannungswandler, genau. Der Wandler kann 3000 Watt. Das Herzstück ist eigentlich ziemlich dezent, ne? Müssen wir fast sagen. Ja. Ist nur eine kleine grüne Diode, die uns da anlächelt. Ja. Und das ist diese kleine schwarze Box da. Und in dieser kleinen schwarzen Box ist alles, was eigentlich hier dieses System braucht. Ne? Ist der PC, also in diesem Fall jetzt im Moment ein Kalu PC verbaut. Sehr klein, sehr kompakt, lüfterlos. Wollte ich gerade sagen, man hört gar nichts. Ja. Das heißt also, ich könnte dieses Teil, ne, wenn ich so ein ganz verrückter Scherge bin, könnte ich mir das auch vorne unter den Vordersitz packen. Der Kalu ist ja eigentlich auch dafür gedacht, ihn vorne beispielsweise unter dem Sitz, unter dem Fahrersitz, unter dem Beifahrersitz zu packen. Genau, alle Anschlüsse sind dran, Alles ist dran. USB vorne, hinten vorne nochmal zusätzlich ein Firewire-Anschluss, Kopfhöreranschluss und eben die Bedienungselemente. Wobei dieser Kalu-PC sowieso eine Menge BIOS-Steuerungen eingebaut hat. Ich kann ihm beispielsweise, ich brauche die Knöpfe gar nicht, ich kann ihm sagen, beispielsweise 5 Sekunden nachdem Zündungsplus da ist, fährt der PC automatisch hoch. Das heißt also, falls ich irgendwann mal vergessen sollte, meinen Rechner runterzufahren, dafür gibt es noch die Einstellmöglichkeit für einen Shutdown. Genau. Ich kann ihm beispielsweise sagen, fahr erst nach 10 Minuten runter, nachdem Zündungsplus weg ist. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf was anderes, nämlich auf diese Klappe, wie sie zuschlägt. Klappe zu. Affe tot. Also inzwischen muss ich mal ganz ehrlich sagen, mutiere ich zum Lincoln. Aber wenn ihr hier vorne Platz nehmen könntet, so wie ich das gerade eben gemacht habe, ein wunderbares Lenkrad, super noble Ledersitze, in denen man fast einschläft, wenn man vorne sitzt. Aber man muss fahren. Ich habe überlegt gerade, ob ich nicht meinen Job wechseln soll. Ich sitze hier vorne, super bequem, kann DVB-T-Fernsehen gucken, kann mal eben kurz ins Internet gehen mit meinem Rechner, der hinten im Kofferraum ist, kann aber auch über die Rückfahrkamera gucken, was hinten los ist. Und wenn ich so richtig meine Ruhe haben will und einfach die Schnauze voll habe von den Leuten, die ich die ganze Zeit durch die Gegend fahren will, dann drücke ich auf der Seite auf ein ganz kleines Knöpfchen und dann habe ich schon meine Ruhe.